Mein Name ist Anina Euling und ich komme heute aus Bonn angereist und wir sind da mit dem Film Der Läufer. Ich bin Max Hubacher, ich bin aus Berlin angereist und bin auch da mit dem Läufer. Der Läufer, worum geht's? Es klingt ein bisschen obvious, worum es geht, aber könntest du mir nochmal sagen? Ich glaube, die geht erstmal an dich. Es geht um einen jungen Marathonläufer, der nachts anfängt, Frauen anzufallen, aus einem Verdrängungsding heraus, sage ich jetzt mal. Also es ist ein Täterfilm. Er hat seine Freundin, die sehr lange nichts davon weiß, das aber am Ende, ohne jetzt zu viel zu spoilern zu wollen, natürlich irgendwann auch bemerkt. Und es ist eigentlich eine Erzählung über jemanden, der seine Gewalt nicht unter Kontrolle halten kann und nicht mehr weiß, wohin damit und sie deswegen gegen außen richtet. Eine Tätergeschichte, warum ist das wichtig zu erzählen? Häufig wird ja gesagt, es wird nicht genug mit den Opfern gesprochen. Also erstmal ist es einfach ein Stück Schweizer Kriminalgeschichte, die damit aufgearbeitet wird, glaube ich. Und ich denke, das ist auf jeden Fall legitim, das zu erzählen. Ich glaube, dass es aus der Perspektive des Täters erzählt wird, ist vor allem eine Regieentscheidung gewesen, der sich vor allem für die Ambivalenz dieses Menschen, also wie er eben mit Gewalt umgeht und wie er mit schwierigen Situationen umgeht, dafür hat er sich interessiert. Und ich denke, darum hat er diese Perspektive gewählt. Also, oder vielleicht hast du noch was dazu? Ich würde dem beipflichten. Ja. Für euch als Schauspielende, was hat sich da als besonders problematisch, herausfordernd dargestellt? Gewalt ist ja jetzt nichts, was super einfach zu spielen ist und auch nicht davon zu erfahren. Natürlich war der psychologische Aspekt sehr, sehr heftig. Ich konnte mir aber zum Glück immer nach dem Dreh sagen, hey, ich bin Max und ich habe meine Leute. Wir haben zum Glück in Bern, in meiner Heimatstadt gedreht, also ich bin aus der Schweiz. Grüße gehen raus in die Schweiz. Und dadurch konnte ich irgendwie, dass wir zu Hause gedreht haben, immer zu meiner Familie oder zu meinen Leuten. Und das hat mir sehr viel gebracht, wo ich mich distanzieren konnte. So. Weil es war schon sehr heftig. Und der andere Punkt war das Laufen. Also er ist ein Spitzenläufer. Ich musste so unglaublich viel rennen. Ich glaube, ich bin genug für den Rest meines Lebens gerannt gefühlt. So, ja. Wie war es für dich, Anina? Ich glaube, es war für uns alle eine sehr schwierige Zeit, weil man sich so einem Thema natürlich auch mit einer großen Vorsicht nähert, da das auf wahren Begebenheiten beruht. Es war aber ganz schön, dass wir uns, glaube ich, auch hatten. Wir haben irgendwie eben, man hat viel im Austausch, man hat viel darüber gesprochen, man konnte sich deswegen auch irgendwie dann wieder davon distanzieren. Wir hatten ein Coaching vorher, was, glaube ich, auch in dem Sinne hilfreich war, um irgendwelche Beziehungen zu klären. Und es war eine sehr intensive Zeit, würde ich sagen, dieser Dreh. Und du hast eben gesagt, du bist sehr viel gelaufen. Bist du doch tatsächlich einen Marathon gelaufen? Ich bin keinen kompletten Marathon gelaufen. Das hätte ich schon geschafft, aber wahrscheinlich nicht in der Zeit, wie er es geschafft hat. So. Wichtig war aber, weil wir einen richtigen Marathon gedreht haben, dass ich auch wirklich da an diesem Start teilnehme. Das konnte man halt nur einmal im Jahr drehen. Wo dann großer Druck aufgebaut wurde, weil es hieß, du musst am Anfang beim Start, musst du es hinkriegen, mit den Spitzenläufern mitzuhalten, so die ersten 500 Metern. Und damit dich die Kamera sieht und du musst einfach vorne sein, dann ging halt die Kanone los, das war bei diesem Waffenlauf, so war das so, ging die Kanone los und ich hatte einfach nur im Kopf, ich muss mich vorne halten für die Kamera, bin losgestürmt so. Und renne um die erste Kurve und guck mal so zurück. Und merke einfach, ey, ich bin Erster, so geil. Und habe aber dann direkt gemerkt, so okay, das ist eigentlich scheiße, weil eigentlich ist es beim Marathon ja so, dass man nicht mit Sprint startet oder nicht beim Waffenlauf zumindest nicht. Bei so einem krassen Marathon ist es schon für uns eigentlich Sprinttempo, aber da jetzt nicht. Und wir nach 500 Metern halt raus sind, damit wir andere Streckenabschnitte noch einzeln filmen konnten. Und die ganzen richtigen Läufer halt so waren, sag mal, was geht denn bei dir? Du legst hier ein Tempo vor und dann gehst du nach 500 Metern raus, so. Und die waren dann schon ein bisschen sauer, glaube ich. Anina, wie war es für dich? Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Laufen musstest du ja nicht. Laufen musste ich nicht, nee. Ich glaube, eben für mich waren diese Coachings ganz gut, mit Max zusammen so eben diese Beziehung zu klären, zu gucken. Also ich glaube, ich habe meine Figur immer auch so ein bisschen als die Normalität gesehen im Leben von dieser Figur, von Jonas, die einfach eine normale Beziehung, in Anführungszeichen normale Beziehung führen, die irgendwie eine schöne Zeit auch zusammen haben und die irgendwie merkt, eben der Freund entgleitet ihr gerade in dem Moment. Und darum, also es gab auch Dinge, die unser Regisseur mir ganz bewusst nicht gezeigt hat oder mich gebeten hat, zum Beispiel eine gewisse Dokumentation nicht anzuschauen, damit ich auch gewisse Informationen habe ich erst nach dem Dreh sozusagen erfahren. Ich glaube, das war ganz gut. So. Das war ein bisschen meine Vorbereitung, lief ein bisschen anders.
und weniger dynamisch. Der Läufer läuft in der Reihe Neue Deutsche Filme. Er ist ja vor allem deutschsprachig, er ist ja in der Schweiz gedreht und du bist zumindest auch Schweizer. Beide. Ihr beide seid Schweizer. Wir haben so viele Schweizer dieses Jahr auf dem Festival, das ist unglaublich. Neue Deutscher Film, was braucht es da? Was sagt ihr, muss passieren für einen neuen deutschsprachigen Film? Gute Frage. Wir hatten vorhin gerade ein ganz spannendes Q&A. Also wir hatten ein Q&A nach dem Film, wo wir quasi von den Zuschauern gefragt wurden, was wir wie wir uns vorbereitet haben und so weiter und so fort. Und da hat jemand gemeint, er hätte die Message zum Beispiel nicht verstanden oder möchte gerne wissen, was die Message von diesem Film wäre. So. Und dann haben wir halt zurückgefragt, ja, was hast du denn da rein interpretiert oder was ist denn, wie siehst du das Ganze? Und da muss ich irgendwie so drüber nachdenken oder das ist so mein großer Anspruch generell an Film oder Kunst oder Theater, dass man nicht immer den Zuschauern alles vorschreibt, quasi, was sie zu denken haben, sondern dass man die Leute selbst nachdenken lässt und nicht sagt, wir haben jetzt eine klare Message und du sollst aus diesem Film rausgehen, dich aber gut fühlen, so, sondern dass man auch selber nachdenken muss. So. Und im besten Falle dadurch eine Diskussion entstehen kann und dann kann man miteinander reden und wenn man miteinander diskutieren kann, gewinnt man im besten Falle mehr Verständnis für die andere Person und dadurch kann wieder Neues entstehen. Und ein größerer Diskurs in der Gesellschaft und nicht, dass man sich einfach nur gegenseitig verprügelt, sondern ja, sich austauscht, verdammt nochmal. So, ja. Das wünsche ich mir vom Film. Max, du bist ja auch nominiert hier für den Braunschweiger Filmpreis als bester Newcomer-Schauspieler. Erstmal, wie geht's dir da überhaupt damit? Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Es ist aber auch so, also hier in Deutschland arbeite ich noch nicht so lange, aber eigentlich bin ich, diesen Sommer habe ich mal nachgezählt, ich bin seit 10 Jahren eigentlich schon im Beruf. Und deswegen ist auch so das Newcomer-Ding auch so ein bisschen, also ich freue mich total, aber es ist auch so, als ich das meinen Leuten erzählt habe, waren auch alle so, du, aber jetzt reicht's dann langsam mal mit dem Nachwuchs, so, du bist jetzt 26 und so, ist jetzt auch mal gut, da können jetzt irgendwie die Nächsten und klar, ich freue mich sehr. Aber das ist ein lustiger Fun-Fact. So. Wo wir gerade über die Nächsten sprechen, ihr seid beide junge, immer noch junge Schauspielende. Habt ihr Tipps für eure KollegInnen, die da noch nach euch kommen? Wie kommt man zu so Rollen? Wie etabliert man sich auch einfach in der Filmszene? Mutig sein, ich weiß auch nicht. Und ich glaube auch sich selbst bleiben irgendwie. Es klingt zwar vielleicht so ein bisschen abgedroschen oder plakativ, aber ich glaube, es ist irgendwie super, super wichtig, bei sich zu bleiben und zu gucken, was interessiert einen oder was will man erzählen, was ist einem selbst wichtig oder wo zieht es einen hin. Ich glaube, wenn man das immer wieder so ein bisschen an sich überprüft und auch an der Kunst, die man macht, das ist so mein Anspruch oder das würde ich sagen, ist für mich wichtig, so das sich beizubehalten, immer zu hinterfragen. Und was sagt der Nominierte? Das Persönliche auf jeden Fall von der Arbeit zu trennen. Also nur weil man eine Absage bekommt oder nicht gewollt ist oder so, dass es nicht heißt, dass du per se als Person scheiße bist, so, sondern dass es einfach jetzt gerade am Typ liegt oder am Alter oder dass du gerade einfach nicht passt, so, dass man sich einfach nicht nur irgendwie dann das alles auf sich selber bezieht, sondern das irgendwie gut trennen kann und sich nicht alles so dolle zu Herzen nimmt und sich immer gleichermaßen ernst nimmt, wie man sich nicht ernst nimmt. So. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche euch ganz viel Spaß hier auf dem Braunschweig International Film Festival, dass ihr noch viele spannende Q&A's habt. Und ja, ich drücke dir die Daumen für die Filmpreisverleihung. Dankeschön, dass ihr hier seid. Danke, ciao. Dankeschön.